Willkommen zurück zu 8-Bit Computer. Heute schauen wir uns Logikgatter an, sogenannte Logic Gates. Und ihr kennt die sicher, ja? Also, wenn ich euch frage, was sind Logic Gates, dann sagt ihr sicherlich sowas wie AND, OR, NOT und so weiter. Und falls ihr die nicht kennt, ist auch nicht schlimm, denn ich werde euch heute eine ganze Reihe an Logic Gates zeigen. Ihr seht, wir haben hier insgesamt 12 Stück. Ich glaube, insgesamt kann es bis zu die 30 oder so geben. Aber wir werden gar nicht so viele brauchen. Wahrscheinlich nur eben diese 12 hier. Und ja, ich möchte euch einfach mal zeigen, was für Logikgatter es so gibt. Wir gehen durch alle einmal durch und ich erkläre euch ein bisschen was dazu. Und dann war es auch. Wir fangen einfach ganz oben an. Und zwar mit dem sogenannten Buffer. Es ist kein richtiges Logikgatter, weil es die Informationen nicht verändert, die es erhält. Ja, deshalb müssen wir mal gucken. Erstmal das Symbol. Das ist hier dieses kleine Dreieck. Und ihr seht da schon den Namen Buffer. Darunter haben wir eine kleine Tabelle. Links sind die Eingaben, wie den Knopf hier in Rot, und B ist die Ausgabe, wie die Lampe hier, die gerade aus ist. Und ihr seht, darunter gibt es sogenannte Zustände. Ja, also das ist ein Truth Table, eine Wahrheitstabelle. Da werden quasi alle möglichen Eingaben ausgetestet und dann erhält man eben die Ausgaben. Und ihr seht, wenn A 0 ist, also in dem Fall ausgeschaltet oder es fließt kein Strom, was auch immer, dann ist B ebenfalls abgeschaltet und das seht ihr auch, die Lampe ist aus. So, was passiert jetzt, wenn wir A drücken? Das mache ich mal. Dann seht ihr, B leuchtet auch auf. Und ich denke mal, ihr seht, das verändert nicht die Information. Ja, es gibt die Information einfach nur weiter. Wir drücken drauf und das Licht geht an. Das ist kein Logic Gate, aber es ist hier drinnen enthalten, also wollte ich es einfach mal machen. Übrigens, falls ihr es nicht kennt, das ist Smart Logic Simulator, gibt es leider nur auf Android und soweit ich weiß, gibt es irgendwie eine einzelne App auf iOS, die auch irgendwie Logic Gates darstellen kann. Das ist natürlich ziemlich doof, aber da kann ich leider nichts dran ändern. Deshalb, ja, tut mir leid für euch iOS-User. Dann haben wir hier das NOT-Gate und wieder zuerst das Symbol. Hier haben wir ein Dreieck und eben einen Knubbel dran. Und dieser Knubbel heißt eben, dass die Ausgabe invertiert wird. Und das seht ihr auch hier am Truth-Table. Erstmal NOT, ja, das heißt nicht, heißt im Grunde, er dreht das Signal um. Und das seht ihr hier auch, wenn A 0 ist, dann ist B 1 und wenn A 1 ist, dann ist B 0. Das dreht einfach das Signal um. Genau. Dann gehen wir weiter. Unser erstes Logic Gate, das etwas komplizierter ist, nämlich das AND. Es hat nämlich zwei Eingaben und eine Ausgabe und diesmal sind die Eingaben A und B. Und wir haben die Ausgabe C. Dementsprechend ist auch unser Truth Table ein bisschen größer geworden. Jetzt haben wir vier verschiedene Kombinationen, diese beiden Hebel anzuschalten. Und wenn A und B aus sind, Moment, vorher noch, das ist hier das Symbol. Das ist so eine kleine Pistolenkugel oder so. Und natürlich AND heißt auf Deutsch und, heißt A und B müssen an sein. Wenn A und B aus sind, also 0, dann ist C ebenfalls aus. Wenn wir B anschalten, passiert immer noch nichts. Wenn wir A anschalten, passiert auch nichts. Nur wenn wir A und B anschalten, dann geht C an. Ja, das ist einer der wichtigsten Logic Gates, die es gibt, neben dem NOT und dem OR. Und dann haben wir jetzt hier das NAND Gate. Und das sieht auch ziemlich ähnlich aus, wie gesagt, die Pistolenkugel und wieder mit dem Knubbel,
weil die Ausgabe invertiert wird. Daher kommt auch das NAND, das bedeutet nämlich not and, und zwar nicht und Gatter. Und ihr seht, die Ausgaben, die sind, die sind einfach invertiert. Und ihr seht, C ist an, wenn A und B 0 sind. Wenn wir B anschalten, passiert nichts. Wenn wir A anschalten, passiert auch nichts. Nur wenn A und B an sind, dann geht C aus. Dann haben wir hier das OR-Gate, also das Oder. Und hier haben wir das Symbol. Bisschen schwer zu beschreiben. Ja, also es ist auch so ein bisschen wie eine Pistolenkugel. Auf der rechten Seite läuft es aber spitz zu und auf der linken Seite ist es so ein bisschen, es hat so eine Kerbe einfach. Da haben wir auch den Truth Table und wie ihr seht, A und B sind 0, also ist C auch 0. Schalten wir B an, geht C an. Schalten wir A an, geht C auch an. Und wenn wir beide anschalten, dann geht C auch an. Dieses OR-Gate wird auch als inklusives Oder bezeichnet, denn es gibt auch ein Gegenstück, nämlich das exklusive, aber dazu kommen wir gleich. Dann als nächstes haben wir das NOR-Gate. Ja? Also es ist wieder die Invertierung. Wir haben das Symbol vom OR-Gate und einen kleinen Knubbel davor vom NOT-Gate. Und jetzt haben wir es folgendermaßen, wenn A und B 0 sind, dann ist C 1, schalten wir B an, geht C aus, schalten wir A an, geht C auch aus und natürlich, wenn wir beide anschalten, ist C auch aus. Dann jetzt das XOR-Gate, auch bekannt als exklusives Oder. Es hat einen Unterschied in der Ausgabe. Ihr seht, wenn beide an sind, dann geht es wieder aus. Da haben wir das Symbol, das ist dieses OR-Symbol, aber es hat auf der linken Seite nochmal einen zweiten gekrümmten Strich. Dann testen wir das mal aus. A und B sind 0, dann ist C auch 0. Wir schalten B an, dann geht C an. Schalten wir A an, geht C auch an. Wenn wir A und B anschalten, es blinkt kurz auf, weil ich nicht ganz gleichmäßig tippe, aber ihr seht, es ist aus. Ja? Und das ist natürlich der Unterschied hierzu, wo es dann einfach angeht. Dann XNOR, also jetzt schon ganz komplizierter Name, das exklusive Nicht-Oder-Gatter. Und es ist wieder invertiert, daher nochmal ein Knubbel davor. Und wenn A und B aus sind, dann ist C an. Wenn wir B anschalten, geht C aus. Wenn wir A anschalten, geht auch C aus. Wenn wir wieder beide anschalten, dann bleibt C an. Man könnte das hier auch sehen, als dass beide Knöpfe dieselben Zustände haben müssen. Ihr seht, beide sind aus, es ist an. Beide sind an, es ist auch an. Und wenn eins eben unterschiedlich vom anderen ist, dann geht es aus. Genau dementsprechend muss es hier dann unterschiedliche Zustände geben. Also jetzt gerade haben beide denselben Zustand, beide sind aus. Dann gibt es kein Signal, aber nur wenn sie verschiedene Zustände haben, gehen sie an. Ja, das war's mit den gewöhnlichen Logic Gates. Es gibt natürlich noch kleinere Erweiterungen, die uns dann helfen, noch weitere Sachen zu erreichen, weil bisher konnten wir nie unterscheiden, ob A oder B an ist. Es ist vollkommen egal, welches von dem wir drücken und es kommt dasselbe raus und das war bei allen bisher so. Deshalb müssen wir da noch einen drauflegen und das hier ist ein bisschen komplizierter. Und zwar haben wir hier das A and not B, also das A und nicht B und ihr seht, das B wird einfach invertiert. Und es läuft dann ins AND rein. Davon gibt es leider kein eigenes, aber das ist nicht weiter schlimm. Ihr seht, es ist sehr simpel gebaut. Und wenn A und B aus sind, dann ist C aus. Wenn wir B anschalten, dann seht ihr, es wird invertiert, es geht aus.
Das AND-Gate kriegt gar kein Signal mehr und es bleibt auch aus. Wenn wir A anschalten, dann geht's an. Nämlich A, also A und nicht B, müssen an sein. Dann geht C an und das hier ist der Fall. A ist an, B ist nicht an und dann funktioniert das. Und natürlich den letzten Zustand, wenn beide an sind, ja, dann fehlt natürlich das Signal von B und dann funktioniert das nicht mehr. Davon haben wir noch ein Gegenstück, wo wir A invertieren. Ich meine, ich muss das jetzt nicht nochmal erklären, oder? Es ist genau dasselbe, nur dass wir eben die Eingänge vertauscht haben. Dann A or not B. Ja, A oder nicht B. Und ihr könnt ganz deutlich sehen, A und B sind beide aus, aber C ist an. Nämlich durch die Invertierung von B in das Oder Gate oder ins Or Gate und das gibt ein Signal aus. Dementsprechend, ja, wenn beide aus sind, ist C an. Wenn wir B anschalten, kriegt das Or Gate kein Signal mehr und es bleibt aus. Wenn wir A einschalten, es macht keinen Unterschied, weil B natürlich die Invertierung von B natürlich an ist, aber so haben wir trotzdem ein Signal. Und wenn beide an sind, dann bleibt es trotzdem an wegen dem A. Das haben wir hier nochmal wieder mit vertauschten Eingaben, aber wie gesagt, braucht man nicht unbedingt, ja, brauche ich nicht unbedingt zu erklären. Jedenfalls, das war's hier fürs Erste. Das waren hier die 12 Logic Gates, die ich dann verwenden werde, um einen 8-Bit-Computer zu bauen. In der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich anschauen, wie der 8-Bit-Computer dann aufgebaut werden wird. Ja. Ich werde dazu eine kleine Skizze machen und werde es euch dann zeigen. Und ja, soweit war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.